Das war toll. Ja? Das nächste Mal dann also wann? Dienstag? Ich will dich vor Dienstag sehen, Mike. Wie wär's morgen mit Abendessen? Nein, Schatz, ich kann nicht. Ich muss mit den Kindern in den Zirkus. Ach, komm. Würdest du nicht lieber essen gehen? Nur du und ich und meine Eltern und eine schöne Flasche Wein. Moment, mal zurück. Meintest du damit deine? Ja. Oh, Schatz, hast du einen Knall? Meine Eltern kommen zu Besuch, Mike, und sie wollen dich unbedingt kennenlernen. Ja, sie können es bestimmt gar nicht erwarten, den verheirateten Freund kennenzulernen. Ach, komm schon. Sie sind wunderbare Menschen, Mike. Du wirst sie bestimmt mögen. Ja, ich habe sie noch nicht mal kennengelernt und sie gehen mir jetzt schon auf den Geist. Wie, du willst sie nicht kennenlernen? Ach, ich will dir mal was über Ehebruch erklären, Schatz. Es ist nicht etwas, das man rausposaunt und weißt du, man verschickt keine Karten. Hey, seht mal, ich werde gleich Ehebruch begehen und man marschiert nicht bei der Ehebruchparade mit. Und man lernt nicht die Eltern des anderen kennen. Ja, glaub mir, es funktioniert. Die Leute machen das schon seit tausenden von Jahren so. Du willst diese Kleinigkeit also nicht für mich tun. Schatz, es ist keine Kleinigkeit, es ist eine riesige Sache, es ist gigantisch. Ja, du müsstest mich vielleicht als ganzen Menschen sehen, statt als was auch immer du mich siehst. Ich möchte wirklich, dass du sie morgen kennenlernst. Mach dich für das Ende der Unterhaltung bereit, Liebling, hier kommt es nämlich. Nein, bis Dienstag also. Wiedersehen. Bis morgen also. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine bequeme Hose gehabt. Noch nie. Na toll. Sie hat jede Menge Platz, falls ich mal jemandem nachlaufen muss. Aber sie behält trotzdem ihre Form, wenn ich still sitze. Und weich, oh mein Gott, fühl mal den Stoff. Nein. Komm schon, Mann, das glaubst du nicht. Doch, ich glaub's. Das musst du selber fühlen. Fass die Hose. Ich werde die Hose niemals anfassen, ja? Lass das Thema Hose fallen. Ich meine, lass die Hose nicht fallen. Hör einfach auf, darüber zu reden. Du verpasst was. Ja, schon gut, Calvin Klein. Hallo, Schatz. Sieh mal, Jen hat Gesellschaft. Crystal Blue. Jen. Einfach Jen. Du bist also Polizistin. Polizistin? Red keinen Blödsinn. Ist schon gut. Du bist wegen der Überfälle hier. Du solltest dir lieber einen anderen Platz suchen. Kann ich dich was fragen? Bist du mit jemandem liiert? Wie meinst du das? Ich kenne deinen Polizisten im Norden der Stadt. Er ist unverheiratet, ein Herz aus Gold. Hat mir geholfen, wieder auf die rechte Bahn zu kommen. Das hier ist die rechte Bahn? Das ist ja ein Ding. Alles muss sich immer um dich drehen. Da freue ich mich so über meine neue Hose. Und was bekomme ich von dir? Nichts. Weißt du was? Das brauche ich bei der Arbeit wirklich nicht. Das habe ich zu Hause. Das kann ich bei meiner Freundin haben. Und was denkt die sich eigentlich? Will, dass du ihre Eltern kennenlernst? Dass das Mädchen spinnt? Tja, du musst da raus. Oh ja, sicher. Und was dann? Ne? So unglaublich das auch klingen mag. Du lebst mit deiner Frau zusammen. Nein, Pip, du verstehst nicht. Dass ich Tony habe, macht mich zu einem besseren Ehemann für Karen. Oh, du betrügst deine Frau also, um deine Ehe zu retten? Ja. Funktioniert doch, oder? Ja, wie eine Schweizer Uhr. Ja, nein. Suche ich mir eben einen anderen Platz. Du würdest doch nicht wirklich mit ihren Eltern essen gehen, auf oder? Auf keinen Fall, Mann. Das geht mir zu weit. Auf keinen Fall. Es gibt doch noch Grenzen bei dir. Ja, es gibt Grenzen. In Ordnung? Jede Menge Grenzen. Ich bin der König der Grenzen. Da ist das Auto. Los geht's. Runter! Was soll das? Du verprügelst also Mädchen! Oh. Alles in Ordnung? Bestens! Schnapp ihn dir! Halt sofort stehen bleiben! Lass mich los! Klappe! Nimm deine dreckigen Finger weg, du elender Fettsack! Moment, was macht denn meine Mutter hier? Das ist deine Mutter? Wenn nicht, imitiert sie unglaublich gut. Ah, hör auf! Was glotzt du denn so, du perverses Schweinegesicht? Miss Wohlerzogen, wir haben hier einen gemütlichen kleinen Käfig für Sie. Ah, ich schwöre, ich reiß dir den Kopf ab und verfütter ihn an dich, wenn du mich nicht loslässt. Gibt's bei Ihnen zu Hause noch mehr wie Sie oder haben Sie die alle umgebracht? Hä? Sag, ich sperre Sie ein. Reizende Person, Tommy. Dieselbe Stimme. Es ist unheimlich. Jetzt wäre ich wieder zu Hause. Verdammte Scheiße! Habt ihr gesehen, wie sie mich angestarrt hat? Als wärst du ein Käfer, den sie zermatschen will. Wie sitzen meine Haare? Du bist ein Traum. Außerdem brauchst du jede Menge psychiatrische Hilfe. Hallo. Kann ich was für Sie tun? Oh, ich bin Barry Breen. Ich arbeite oben im Norden. Sind Sie Jen? Ja. Kennen wir uns irgendwie? Noch nicht. Sie haben eine Freundin von mir kennengelernt. Crystal. Ach so, ja. Wie geht's Ihnen? Tja, jetzt großartig.
Crystal hatte recht, Sie sehen toll aus. Ah, lassen Sie das. Entschuldigen Sie, ich erlaube mir zu viel. Nein, überhaupt nicht. Wäre es okay, wenn wir nach der Arbeit was trinken gehen? Wer hat den letzten Krapfen gegessen? Darüber denke ich seit 45 Minuten nach. Du hast ihn gegessen. Tatsächlich? Hat er dir geschmeckt? Vergiss das mal. Was hat sie angestellt? Wer? Die kleine Blonde mit dem netten Wortschatz und dem implantierten Megafon. Ah, die Verrückte? Ja. Tja, sie hätte ihren Freund beinahe windelweich geprügelt. Er konnte von unter dem Sofa die Polizei anrufen. Als wir hinkamen, hatte sie sich mit Insektenspray und einem Baseballschläger vom Leib gehalten. Ist das dein Ernst? Ja, mal sehen. Wir haben sie dran wegen Störung der öffentlichen Ordnung und weil sie einem gewaltig auf den Geist geht. Ich denke, wir können noch tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten hinzufügen. Sie hat dich angegriffen? Mit ihrer Spucke. Wenn sie den Mund aufgemacht hat, war es, als würde man neben einem Wasserfall stehen. Als du sie nach hinten gebracht hast, hat sie mich da irgendwie erwähnt? Ist das nicht komisch? Was? Du weißt schon, wenn eine Nutte ein Rendezvous für einen arrangiert, da komme ich mir ein bisschen vor wie... Ne, ich weiß nicht. Als wärst du eine Nutte? Danke, Ruben. Das war wirklich hilfreich. Fendridge? Hi, Jen. Hey, Karen. Wer ist Tony? Fragen wir ihn doch. Deine Frau ist dran. Wer ist Tony? Hallo. Ich hatte gerade einen seltsamen Anruf von einer Frau namens Tony. Sie sagt, sie sucht dich. Sie arbeitet hier. Ich meine, nicht richtig hier. Ich meine, hier im Gebäude, nicht hier im Büro. Ich meine, sie ist beim... Einbruch. Sie klang nicht so. Oh, weißt du was? Das ist eine Sache, die ihr bei ihrer Karriere auch geschadet hat. Sie hat eine ganz schlechte Stimme für eine Polizistin. Du solltest sie anrufen. Ich habe nicht mal die Hälfte von dem verstanden, was sie gesagt hat. Okay, ich spreche sofort mit ihr. Es ist nichts Wichtiges. Vergiss es einfach, ja? Na gut. Okay, wiedersehen. Danke. Schon klar, Gott sei Dank sind alle nur hier, um dir bei deinen Seitensprüngen zu helfen. Was zum Teufel ist los mit dir? Bist du verrückt? Ich will, dass du meine Eltern kennenlernst. Nein! Entweder du lernst sie kennen oder ich rufe wieder deine Frau an. Das würdest du nicht wagen. Wollen wir wetten? Hey, Liebling! Oh, du siehst richtig gut aus und du trägst eine Krawatte. Ja, ich trage immer eine Krawatte, wenn ich erpresst werde. Hey, kann ich einen doppelten Bushmills und ein Bier haben? Klar doch. Danke. Ich dachte, du kommst mit irgendeiner faulen Ausrede, um dich davor zu drücken. Ich gehe gerade meine Liste fauler Ausreden durch. Wenn ich eine finde, wirst du es als Erster erfahren. Entschuldigen Sie, Ihr Tisch ist bereit. Ich habe hier gerade was bestellt. Könnt ihr das an den Tisch? Natürlich. Danke. Oh, man kann die Uhr nach Ihnen stellen. Sie sind immer pünktlich. Hallo, Mann. Hallo, wie geht's? Hallo, mein Spaß. Oh, sieh dich nur an. Ihr seht beide toll aus. Oh, und das ist bestimmt Mike. Hallo, wie geht's? Sehr erfreut. Na sowas, Mike. Endlich. Ich habe viel von Ihnen gehört. Alles Lügen, das kann ich Ihnen versprechen. Tja, kommt, unser Tisch wartet. Oh, danke. Also, dann rufe ich mal den Kellner und bestelle uns was zu trinken. Wir trinken nicht. Oh. Als Angehöriger der Geistlichkeit habe ich nie das Bedürfnis verspürt, mich den Versuchungen des Alkohols auszusetzen. Es ist eine Schwäche. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich auch aufgehört. Das war, bevor ich dich kennengelernt habe, Schatz. Ja, ich wurde von einer Botschaft von oben gesegnet und die Versuchung wurde von der Nüchternheit und von der Stärke besiegt und deswegen, ja, und... Das ist ein Irrtum. Ich hatte eigentlich... Ja, eigentlich hatte ich... Ja, ich hatte Milch bestellt. Ja, ich werde das sofort. Ich bin gleich wieder da. Lernen Sie so Frauen kennen? Sie lassen sie sich von Crystal besorgen? Sie weiß, dass ich ein bisschen einsam war, jemand Besonderen gesucht habe. Bei Ihnen hat sie richtig gelegen. Wie haben Sie sie eigentlich kennengelernt? Ich habe vor 2 Jahren an einem Fall gearbeitet, wo ein paar Prostituierte zusammengeschlagen wurden. Habe die Mädchen eine Zeit lang im Auge behalten. Was denn? Sie sind so ziemlich der anständigste Mann, mit dem ich seit der 8. Klasse aus war. Und ich habe einen tollen Riecher für Blödmänner. Und ich rieche absolut nichts, was mir nicht gefallen würde. Könnten wir nach dem Drink noch was essen gehen? Du bist seit 10 Minuten weg. Was? Hast du das alles getrunken? Ich bin nervös, verstehst du? Oh, danke.
me, Mike, wieso hast du so gelogen? Ich weiß nicht, ich habe nur den Mund aufgemacht und es kam raus. Ich meine, nicht nur eine kleine Notlüge, ich meine eine riesige Unwahrheit, ja. Ich meine, ich lüge ja regelmäßig, aber das ist wirklich, das ist Wahnsinn. Ich habe aufgehört zu trinken, wo nehme ich den Nerv her zu sagen, ich hätte aufgehört zu trinken. Oh mein Gott, ich fühle mich, als wenn ich krank wäre oder so, als hätte ich die Grippe oder die schwere Lügenitis oder so. Nimm die. Komm, sie warten auf uns. Ganz ruhig, mein Junge. Tja, Sie hatten also Ärger mit Ihrem Freund, hä? Hey, das können Sie sich in den Arsch schieben, Sie Flasche. Ohne meinen Anwalt brauche ich Ihnen überhaupt nichts zu sagen. Immer mit der Ruhe, ich verhöre Sie doch gar nicht. Ja, was machen Sie dann? Ich versuche, Sie kennenzulernen. Baggern Sie mich an? Ja, genau. Wie sind Ihre Nudeln? Ist das eine Verabredung? Wenn Sie es so nennen wollen. Also, warum haben Sie Ihren Freund verprügelt? Er hat mich voll genervt, okay? Ja? Ich habe ihn um eine Sache gebeten. Bring den verdammten Müll raus. Er hat's nicht gemacht. Er hat es vergessen. Vergessen hat er es nicht. Er musste Überstunden machen. Dann konnte es also nicht machen. Im Leben muss man sich entscheiden. Er hat sich entschieden zu ignorieren, was ich gesagt habe und Überstunden zu machen. Also, wenn ich nichts dagegen tue, dann bin ich der Idiot, stimmt's? Hundertprozentig. Ich verstehe vollkommen. Wissen Sie, ich mag Mädchen mit festen Ansichten. Ich könnte Sie mit beiden Händen auf den Rücken gebunden Windel weichschlagen. Und was würde ich dabei anhaben? Also, das Trinken. Ja, ich habe getrunken wegen der Gefahren meiner Arbeit. Und außerdem wissen Sie, ich hatte keine Familie. Ich bin also immer in eine leere Wohnung heimgekommen. Und ganz offen gesagt habe ich getrunken, um ein dumpfes Gefühl zu betäuben. Sowohl den körperlichen als auch den seelischen Schmerz. Und eines Morgens bin ich aufgewacht und habe mir gesagt, das war's, du hörst auf der Stelle auf. Oh. Ja, also Sie wissen schon, das Trinken, das Rauchen, das Fluchen, alles. Und ich glaube, ich bin dadurch ein besserer Mensch geworden. Und ich habe Ihre reizende Tochter kennengelernt. Und das Leben ist wunderbar. Mit Empfehlungen vom Barkeeper. Hier, sehen Sie, ich hab ihn seit 10 Jahren nicht gesehen. Ich sollte zu ihm gehen und ihm das alles erklären. Was für ein Mann. Die Schmerzen, die er leidet. Diese Konsequenz. Ja, konsequent ist er allerdings. Ärgerlich. Wir kriegen erst in einer Stunde einen Tisch. Ich komme um vor Hunger. So lange halte ich das nicht aus. Ich habe da einen Alternativplan. Tatsächlich? Zufällig bin ich ein guter Koch. Würde es Ihnen was ausmachen, zu mir zu kommen? Wie viel haben Sie dem Kerl gezahlt, damit wir keinen Tisch bekommen? 20 Mäuse. Ausreichend. Wollte denn das? Schatz, ich hab's nicht mehr unter Kontrolle. Es ist unheimlich, als wäre ich Superman und dein Dad wäre Kryptonit. Es ist unglaublich. Er fragt mich was und die Lügen stürzen förmlich aus meinem Mund. Ich kann das nicht. Es ist nicht richtig. Lügen ist eine Wissenschaft. Es ist sehr kompliziert. Es ist wie eine Armee. Man braucht Landkarten und Pläne und ein komplettes Reservesystem. Man kann nicht einfach aufs Geratewohl loslügen. Ich meine, so kann ich nicht operieren. Weißt du, ich kann nicht mit ihm reden. Ich habe Angst, was ich vielleicht als nächstes sage. Du weißt schon, ich bin noch Jungfrau. Ich lese die Bibel. Ich habe in Vietnam gekämpft. Alles ist möglich. Oh, was soll denn der Blödsinn? Hier, nimm die. Du nimmst die, du gehst zum Tisch zurück und du reißt dich zusammen. Rede nicht viel, antworte mit Ja und Nein. Du bringst das über die Bühne oder ich stell deine Hoden in einem Einmachglas mitten auf dem Times Square aus. Kapische? Toll. Ich habe eine Affäre mit Tony Soprano. Tja. Wissen Sie, Mike, Tony stellt uns ihre Freunde gewöhnlich nicht vor. Ich nehme also an, dass es ernst ist. Habe ich recht? Setz ihm nicht so zu, Daddy. Ach, das hält er schon aus. Der Mann beeindruckt mich. Er riskiert jeden Tag sein Leben für seine Mitmenschen. Aha. Und ich denke mir, er ist ein Mann, der nicht allzu viele Risiken eingeht. Er denkt gründlich über alles nach. Und wenn er eine Verpflichtung eingeht, erfüllt er sie auch. Aha. Und das braucht man, um eine Familie zusammenzuhalten. Pflichtgefühl. Ich sehe es bei meiner Arbeit, Mike. Und ich bin sicher, dass Sie es bei Ihrer Arbeit auch sehen. Oh, ja. Wollen Sie selber auch irgendwann mal eine Familie haben? Aha. Mike, hallo. Was machst du denn hier? Was für eine Überraschung. Ich dachte, ihr geht heute Abend in den Zirkus. Nö. Oh, entschuldigen Sie, ich bin Patty, Karens Freundin. Naja, die Freundin von Mikes Frau. Oh, sagst du Karen, dass Donnerstag mir wunderbar passt, um uns mit den Kindern zum Spielen zu treffen? Wiedersehen. Das Bier, Sir. Wiedersehen. Ich bin schwul.
Beamten und du vermasselst alles. Bremst dich, Kumpel. Der Freund unserer Durchgeknallten ist da. Er will die Anzeige zurückziehen und sie mit nach Hause nehmen. Wo ist er denn? Ach, den willst du gar nicht kennenlernen. Ich zieh die Anzeige zurück. Ich will. Das ist der Kerl, den sie verprügelt hat? Hey, ich sag dir, das wird toll. Sie sind nicht schwul? Nein. Aber Sie sind verheiratet? So ähnlich. Und Sie trinken? Recht gern. Also sehen Sie. Sehen Sie, wozu die Lügen geführt haben. Also beruhige dich, Esther. Atme tief durch. Mami, ist ja... Sie sind ein wildes Tier. Halten Sie mir denn nicht zugute, dass ich es mit Ehrlichkeit versucht habe? Ist ja gut, Mami. Ich verzieh mich. Wiedersehen. Setzen Sie sich. Klar. Und du erzähl deiner Mutter nicht, dass es gut ist. Du hast mir einmal mehr unmissverständlich klargemacht, junge Dame, dass du nicht die Fähigkeit besitzt, dein Privatleben in Ordnung zu halten. Reverend, sind Sie nicht ein bisschen zu streng mit ihr? Sie hat vielleicht kein gutes Händchen gehabt, was ihre Freunde angeht, aber sie ist ein sehr Wie guter... bitte? Ich finde, nur jemanden anzubrüllen ist nicht besonders hilfreich. Sie verteidigen meine Tochter? Ja. Und lieben Sie meine Tochter? Klar. Wollen Sie mit ihr zusammen sein? Wann? Rufen Sie Ihre Frau an. Erzählen Sie ihr alles. Jetzt sofort? Sagen Sie ihr, dass Ihre Ehe zu Ende ist. Sagen Sie ihr, dass Sie meine Tochter lieben. Tja, aber ist das nicht eine Sache, die man jemandem persönlich rüberbringt? Wow. Toll, dass es nicht sofort passiert ist. Oh, auf jeden Fall. Ich finde, wenn man 2 Stunden wartet, ist es umso wundervoller. Weißt du, was wir machen sollten? Hast du den Eindruck, dass wir irgendwas noch nicht gemacht haben? Meine Trickkiste ist leer. Ich will diese unglaubliche Nacht feiern. Wie wär's mit einem Glas San Cristobal Champagner? Ich könnte wohl ein Schlückchen runterwürgen. Nur so aus Höflichkeit. Wunderbar. Wir trinken ihn auf der Terrasse. Hast du sowas wie einen Bademantel? Sieh im Schrank nach. Na, was gefunden? Ich hab das... Sexy kleine rote Bustier gesucht. Tja, weißt du jetzt, wo du es erwähnst, dann... Das gehört Crystal. Ach, wirklich? Übernachtet sie manchmal hier? Ja, das tut sie. Ich bin's. Ich bin Crystal. Okay, ich hab schon verstanden. Jen, das ist völlig okay. Ich gehe nur ab und zu gern als Frau verkleidet aus und lasse mich von fremden Männern ansprechen. Oh, toll. Es ist wirklich schön, dass wir das gemeinsam haben und jammerschade, dass ich jetzt gehen muss. Ist das ein Problem? Weißt du, irgendwie schon. Aber danke, lieber Gott. Danke, dass du mir wieder den Falschen geschickt hast. Wo denn? Ach, ja, hier. Ich weigere mich, sie aufzugeben, Mike. Mit einem Anruf können Sie beginnen, ein Leben der Wahrheit und des Anstands zu führen. Mehr ist nicht nötig, um sich und die, die Sie lieben, zu retten. Na gut. Aber das wird grausig. Hallo. Schatz. Ich bin's. Hör zu. Ich liebe eine andere und ich werde zu ihr ziehen. Das ist alles. Du hast den absoluten Tiefpunkt erreicht, Michael. Tja, jetzt können wir nichts mehr daran ändern, also... Weißt du was? Männer sind das Letzte. Ihr seid nicht vom Mars, ihr seid aus der Hölle. Und dahin geht ihr auch barfuß zurück. Alle. Leb wohl. Sie war ein bisschen aufgeregt. Willkommen in Ihrem neuen Leben des Anstands und der Wahrheit, Mike. Also, es wird nicht leicht werden. Aber Sie sollen wissen, dass wir jeden Schritt des Weges bei Ihnen sein werden. Und Sie rauchen auch. Unwesentlich. You haven't returned my calls. Crystal, Barry, what are you doing here? I had to see you. I can't stop thinking about you. Jan, that sex we had was the most amazing sex of my life. There's just one little problem. Why can't you accept it? Could you please shut up? There are people in here. I can't let it end. Barry, I can't handle this. This is just a little part of who I am, Jan. Like if I were into pottery or something. Oh, come on. This is much more serious than pottery, pal. Kiss me. No, not here. Come on, just once. No, I can't do it, Barry. I have a child. I have a
really overbearing mother and 6 men I have to explain myself to every morning. I'd never know if you were here for me or because you want to borrow my clothes. I can't do it. I understand. Goodbye. Goodbye. Speaking of borrowing that little silk blouse from the other night. Oh, goodbye, Barry.